Also, Lise, wenn du erkältet bist, gell, dann nimmst du als erstes einen Holundersirup. Den tue ich da in die Stampanne. Und das darf noch draus machen. Ich schenke dir nochmal ein. Genau. Den tust du dann heiß machen und dann trinkst du den. Dann kannst du richtig schwitzen und dann kannst du die Erkältung über Nacht rausschwitzen. Genau. Und damit du das unterstützen kannst, nimmst du den leeren Balsam. Den habe ich da frisch gemacht. Sag mal. Ja, da habe ich schon mal was davon gehört. Da haben wir mal wer was davon erzählt. Genau, mit dem Lärchenbalsam, der wird hergestellt aus dem gereinigten Lärchenharz. Das haben wir da drin. Das kriegen wir schon so gereinigt. Das schaut aus wie Honig. Das kommt da rein. Und dann nehmen wir Olivenöl dazu und der Bienenwachs. Das Bienenwachs habe ich in so Pellets drin. Das riecht richtig gut. Ah ja. So richtig wie so Bienenkerzen. Genau, zum Festwerden von der Säule nehmen wir das Bienenwachs her und wenn das fertig ist und wenn du am Abend ins Bett gehst und du fühlst dich schlapp und bist erkältet und sagst, heute bin ich schlecht benannt, wie gesagt, diesen Holundersirup trinkst, den magst du heiß und dann schmierst du da ein am Brust und Rücken, da vorne, Brust und Rücken und da auf der Seite in den Schläfen, aber bitte nichts in die Augen reinbringen oder den Mund und dann zirkt sie das raus, diese Zugsalbe. Das unterstützt das Ganze, dass sie das löst, dass einfach die Erkältung da drinnen, dass sie das auflöst und dann kannst du es abhusten. Oder wenn du Teusel hast, kannst du die einschmieren, das geht echt super. Und dann kriegt man natürlich richtig Durst und da habe ich im Frühjahr schon diesen Waldwipfelsirup gemacht. Das sind die Spitzerl im Mai von den Fichten und von den Tannen. Ah, die hellgrüne, oder? Ja, genau. Und aus dem habe ich den Sirup gemacht. Und den Sirup, da kannst du eine richtige Schorle machen, dass einfach der Durst noch gelöst wird und das unterstützt noch zusätzlich das Schleimlösen, die bei dir. Und dann bist du am nächsten Tag wieder fit. Also, wir können es probieren. Okay, alles klar. Das war's.